Hallo Leute und willkommen zu GTA 5 Online oder noch gerade eben im Singleplayer, weil ich noch eins unbedingt erledigen wollte, weil wisst ihr, das war mir noch ein bisschen hier, also, what? Okay, mal ganz kurz. Franklin, bitte nimm die Waffe. Okay, und jetzt! Ich möchte die jetzt erschießen! Jetzt muss ich mal kurz hier schauen, dass ich wieder mein HUD anmache, damit ich sehen kann, wann ich endlich hier Wanted bekomme. Weil heilige Scheiße, das sitzt mir jetzt wirklich quer. I'm out of... What? Jetzt fange ich schon so mit dem Englischen an. Hi! GTA 5, warum musst du so ein Cockblocker sein? Heilige Scheiße. Verpiss dich doch. Stupid ass bitch. Wie kann ich das sonst noch umbringen? Hey, und ich habe möglicherweise den Namen vergessen. So, wir sehen uns in der Hölle. Franklin! Warum zur Hölle warst du gerade eben so langsam? Sie verträgt es auch Granaten. Ist das eigentlich dein gottverdammter Ernst? Halleluja, sie ist gestorben. Nun ja, jetzt kann ich auch endlich hier in den Online-Modus gehen. So Leute, willkommen zurück. Ich habe eigentlich ursprünglich jetzt versucht, eine öffentliche Lobby beizutreten, aber dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit eine Fehlermeldung bekomme, lasse ich das jetzt auch erstmal, würde ich mal sagen. Zumindest von Anfang. Oder einfach am besten gleich, weil ehrlich gesagt, ich kann den Online-Modus eh nicht mehr ausstehen. Nun ja, trotzdem, ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, ob ich noch vielleicht irgendwo einen freien Platz habe, damit ich mir ein neues Fahrzeug kaufen kann. Was ich mir mittlerweile wahrscheinlich schon nicht mehr leisten kann. Integrity Way 28. Ja, es scheint mir falsch zu sein. Ja, in dieser Garage kann ich zum Beispiel was unterbringen und dieser Schäfter LWB könnte ich eigentlich auch mal verkaufen, aber ich schaue mal trotzdem zuerst hier noch. Okay, wieder eine Classic Garage. Ansonsten hier die überteuerten Fahrzeuge drin, zumindest die Hälfte davon. Mehr oder weniger. Scheiß drauf. Aber okay, ich glaube, das Beste, was ich jetzt erstmal machen kann, ist, bevor ich irgendwie etwas verkaufe, schaue ich mal, was zur Hölle ich überhaupt kaufen kann. Weil, ehrlich, ich habe eigentlich da noch gar keinen Kopf hier gemacht. Ah, ein Dundreary Virgo. Warum ist dieser Wagen 165.000 Dollar wert, Spiel? Oh, Mann, ey. Ja, ich hab's definitiv vermisst. Und wie ist er? Okay. Und wie sieht's jetzt erstmal hier mit Legendary Motorsport aus? Ich liebe manchmal die Bevölkerung, aber in Ordnung. Ich weiß nicht, dieser Benefactor XLS scheint ja nicht mal ziemlich interessant zu sein, auch wenn ich mir wahrscheinlich nur die Basisversion leisten kann. Und zwar in der Farbe Grau oder Weiß, was eh keinen Unterschied macht. Oh Gott, komm schon! So, und schnell rein in die Garage. Und wenn ich eigentlich auch schon mal dabei bin, muss ich unbedingt mein Outfit wechseln. Weil ich bin gerade eben nicht mehr in der 50s-Theme unterwegs. Falls man das überhaupt so beschreiben kann. Verkaufen. Ja, ist doch ordentlich. Bisschen über 9000. Werde ich wahrscheinlich gleich wieder verlieren, wenn ich diesen Benefactor tun möchte. Jesus Christus, ich werde mich umbringen. Crazy. Obwohl es mich eigentlich fast schon an den Grizzly erinnert. Aber ja, ich weiß, dieses Fahrzeug sieht schon leicht verändert aus, aber vom Grundaufbau vergleichbar, würde ich sagen. Jetzt muss ich erstmal auch rausfinden, ne,
warum zur Hölle man hier einen Aufpreis von 160.000 hat? Verglichen mit dem Grizzly. Oder Grizzly. Nicht den Grizzly. Fuck. ja, ich weiß jetzt eigentlich nicht, was ich überhaupt hier mir leisten kann. Die Felgen würde ich so oder so lassen, also. Ja, bessere Panzerung mal. Auf jeden Fall. Bremsen sind eh nutzlos. Motor, das ist schon mal der Anfang. Sprengstoff brauche ich jetzt erstmal nicht. Hupe. Das wird jetzt erstmal etwas schwierig sein, was ich hier mir raussuchen werde. Dieses Fahrzeug war nicht in Vice City, auch nicht in San Andreas. Und eigentlich auch nicht in jetzt wollte ich schon wieder Vice City sagen. Nein, Liberty City. Dementsprechend kann ich ja mal diesen klassischen Faktor raushalten und gehe einfach mit einer Melodie. Und zwar die klassische Hupe 4. Und ich habe jetzt möglicherweise mein Budget geknallt, weil ich nicht auf den Preis geguckt habe. Oder ihr gesagt, wie viel Geld ich noch übrig hatte. Ach du Scheiße. Ja, fuck. Spiel? Aha, ich bekomme also jetzt schon inzwischen auch mit ungemoddeten Spielen Crashes. Ist das echt schon... Oh.